Bonjour und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist Jin Yakuza mit einer neuen Folge von God of War Ragnarök. So Leute, wir sind jetzt in der Hauptmission. Wir machen jetzt da weiter bei den Nornen. Wie es sich anhört, Nornen, ey. Aber egal. Wie es da weitergeht, los geht's. Ich kann jetzt alles spüren. Baldur, hör mir zu, bitte. Halt! Warum hast du ihn hergebracht? Ihr seid ja nicht willkommen. Warte! Baldur, komm zurück! Sprich mit mir! Das ist alles dein, Mutter! Ich bin diese ständige Einmischung so leid! Ich bin hier! Hol mich zurück! Das gefällt mir nicht! Alter. Wie kommen Sie nur darauf, dass ich wieder auf diesem ranzigen Kadaver stecken wollen würde? Nimm mir! Siglun? Bruder, Augenblick! Warum hast du dich nie von Odin losgesagt? Aber das habe ich doch! Ich habe alles versucht, um ihn aufzuhalten! Lüg mich nicht an! Du hast Odin vom ersten Tag an gedient, bis er ihn kam, als er dich in den Baum steckte. Du wolltest seine Gunst. Du hast seine Wege geplant. Du hast zugesehen, wie er alles und jeden schlecht behandelt hat. Und das hat dich nie im geringsten gekümmert. Bis er sich gegen dich wandte. Ich weiß, Siglu, das ist alles wahr. Aber aus Liebe zu dir wurde ich ein besserer Mensch. Ein perfekter Mensch. Leiste allen jeden Beistand. Hast du Freya in ihrem Leid Beistand geleistet? Skadi? Groa? Titania? Nein, du schlugst dich immer auf die Seite der menschlichen Männer, die sie benutzen. Pass gut auf, da sind noch mehr. Und auch jetzt. Du siehst einen gewaltigen Gott in Nöten. Und musst ihm einfach helfen und sein Bruder sein. So warst du schon immer. Bist du noch? Und so wirst du immer. Das ist nicht sie. Nein, natürlich nicht. Du musstest das tun. Hey, der Baum! Er zieht dich rein! Mimir! Vater, hilf mir! Ich bin ein Monster! Atreus, ich komme! Warum hast du deinen Sohn nicht verzagt? Er darf mich nicht kriegen! Atreus! Ich hab Angst! Alter. Warum betrachtest du ihn nicht so, wie er betrachtet werden will? Wie viele genau? Und jetzt störe mir!
wieder, Moll! Atreus, ich bin hier! Ich bin bei dir nicht sicher! Allvater, hilf mir! Er ist ein Monster! Ich glaube, es ist vorbei. Haben wir die Prüfung bestanden? Hat sich nicht wie ein Erfolg angefühlt. Wie ich sehe, ist die Tür verschwunden. Oder es gab sie nie. Sie spielen doch mit uns. Was ist das? Ein Kelpie. Die sieht man hierzulande nicht oft. Sie gehört zu ihnen. Bringt sie uns zu ihnen? Ich frage sie. Höflich. Ganz ruhig, mein Mädchen. Genau. Gut so. Ohne einen Sattel? Willst du erzählen, was die Nornen dir gezeigt haben? Nein. Steig auf. Braves Mädchen. Schöne Geschöpfe, aber ihrem Ruf zufolge launisch. In meiner Heimat hielt man Kinder von den Lochs fern, indem man ihnen sagte, ein Kelpie würde sie ertränken. Natürlich würde kein Kelpie, das ich kenne, sowas wie tun, außer man beleidigt es. Es läuft auf dem Wasser. Ja. Gab es in Griechenland denn keine mythischen Wasserpferde? Es gab die Hippokanten. Sie dienten dem Meeresgott. Ich bekämpfte eine auf einer Titanin. Das ist wohl nicht ihr Lieblingsthema. Wir sind da. Das Versteck der Nornen. Ich wusste, wir schaffen es. Kratos, Freya und Mimirs Kopf betreten das Heim der Nornen mit Zögern. Endlich haben sie ihr Ziel erreicht. Kratos spricht zuerst. Ich suche meinen Sohn. Du weißt, dass er in Asgard ist. Nein, du suchst, wonach uns alle ersuchen. Den Ausgang deiner Geschichte. Der Geist Spartas runzelt bedrohlich die Stirn. Er unterdrückt ein Schnauben. Oh, er versagt. Ihr kommt zu uns, traurige Archetypen, wollt aus eurer Rolle ausbrechen. Als könntet ihr eure Zeilen umschreiben, wenn ihr sie nur wüsstet. Sprich deutlich. Du wirst sterben, Kratos von Sparta. Aber ihr nanntet ihn Zerstörer des Schicksals. Es muss einen Weg geben, das Schicksal. Es gibt kein Schicksal, Kopf. Die Protagonisten sind sprachlos. Sie verstehen nicht. Es gibt keinen großen Plan, kein Skript. Nur eure Entscheidungen. Und die sind so vorhersehbar, dass wir allwissend erscheinen. Als mein Sohn geboren wurde, sei still! Habt ihr ihm einen unnötigen Tod prophezeit? Und so kam es. Weil du ihn nicht gehen lassen konntest. Weil er auf Rache aus war. Und weil du Götter tötest. Aber Kratos hat nicht aus Hass gehandelt. Soll ich ihm also eine Krone geben? Er tötet weiter Götter, aber jetzt macht es ihn traurig? Ihr seid nur die Summe eurer Entscheidungen, nichts mehr. Und da sich deine nie ändern werden, wirst du erfahren, dass Heimdall deinen Sohn in Asgard töten will und tun, was du am besten kannst.
Und dann Ragnarök. Der Himmel brennt. Der Vorhang fällt. Exe und Omnis. Er begreift immer noch nicht. Er versteift sich auf den zweiten Akt und vergisst den letzten. Ein sehr häufiger Fehler in Geschichten. Wir gehen! Er stapft davon, dicht gefolgt von Freya. Ich mag deine Geschichte, Kratos. Schade, dass sie so bald endet. Tja, das war interessant. Die Mäuren dieser Welten, ihre Namen sind Uro, Veronadi und Skuld. Die ging auf die Nerven, die Skuld. Ich weiß nicht, woher ich das weiß. Es fällt mir bereits schwer, mir ihr Treiben in meinen Geist in Erinnerung zu rufen. Trotzdem bleibt ein unangenehmes Gefühl zurück. Egal, ich erinnere mich, erfahren zu haben, dass Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist. Das reicht aus. Verschwinden wir hier. Sehr gerne. Oh, schon besser. Ich spüre, dass alles schon wieder normaler wird. Moment. Dieser Baum. Na, was sagt man dazu? Was ist das? Das ist die Schlinge, an der sich Odin in seinem endlosen Wahn selbst erhängt hat, um die Geheimnisse von Leben und Tod und was weiß ich noch zu ergründen. Was tust du? Sie ist ein besonderes Objekt und wichtig für Odin. Vielleicht finde ich Verwendung dafür. Also, was sie über den Jungen sagt. Wird nicht passieren. Keine Frage. Es wird nicht passieren. Wir verhindern es. Natürlich verhindern wir es. Die Frage ist nur, wie? Du hast doch nicht ernsthaft vor, Heimdall zu töten, oder? Ich tue, was nötig ist. Oh, ist das alles? Du solltest ihn nicht umstimmen, Mimir. Du kennst Heimdall. Zugegeben, er ist ein durchtriebener kleiner Scheißer. Und so loyal, dass Odin ihm das Gjetlarhorn gab. Falls wir ihn vor Ragnarök aus dem Weg räumen können, sollten wir nicht zögern. Allein in Anbetracht seiner prophetischen Kräfte ist das schon ein ziemlich großes Falls. Mal angenommen, wir wollten ein Attentat planen und ich zumindest bin in der Hinsicht etwas eingerostet. Wir wissen nicht, wie wir Heimdall erreichen sollen oder wie wir ihn töten, wenn es soweit ist. Ich habe schon größere Götter getötet. Das bezweifle ich nicht, aber darum geht es jetzt nicht. Oh, okay. Kratos, ich sehe etwas. Und das wäre? Da oben. Das ist der falsche Weg. Oh, hat sie recht. Hör mal, wir sollten die Worte der Norm bedenken. Wir alle haben unsere Neigungen. Und du neigst dazu, dich blind in Gefahr zu stürzen, um deine Lieben zu beschützen. Daran werde ich nichts ändern. Daran nicht.
Warum solltest du? Ich neige offenbar dazu, die zu töten, die ich liebe. Freya. Ich brauche keinen Trost von dir, von keinem von euch. Ihre Anschuldigung war grausam. Keiner von uns glaubt. Die Wahrheit kann grausam sein. Wollt ihr dem auch widersprechen? Nein. Aber Baldurs Schicksal hatte viele Ursachen. Darunter die Prophezeiung. Wie meinst du das? In meiner Heimat gibt es Geschichten über Prophezeiungen, die sich durch den Versuch, sie abzuwenden, erfüllt haben. So war es, als Freya Baldur schützen wollte. Und so war es, als ich meinen Sohn beschuldigte, nach Asgard zu gehen. Dann sind wir uns einig. Es wäre dumm, Heimdall herauszufordern. Nein. Wenn Heimdall sterben muss, damit Atreus lebt, dann muss Heimdall sterben. Wie kannst du das sagen, nach allem, was du weißt? Wenn Heimdall eine Gefahr für meinen Sohn ist, muss ich handeln. Es ist mein... Deine Natur. Gut gemacht, Norn. Suchen wir ein Tor. Wir kehren heim und planen alles Weitere. Hör mal. Bevor du jetzt irgendetwas überstürzt, solltest du vielleicht etwas Dampf ablassen. Ich bin sicher, da war noch was, auf das wir zurückkommen wollten. So kann dein Verstand in Ruhe alles verarbeiten. Ich nehme an, hier beim See gibt es noch etwas zu tun. Aber ich wäre auch froh, mal woanders als in Midgard zu sein. Es ist deine Entscheidung. Ich helfe gern. Oh, Chaos klinge geil. An denen arbeite ich immer gerne. Ich feuere die Schmiede an. Eins muss man Tyr lassen. Er hat Geschmack. Solange du Material hast,
habe ich auch immer neue Sachen. Neue Vater, auch Mutter neu, neues Schicksal, voller Neu. Rabenwächterin. Eine Dienerin Odins. Sehr schwer. Ihr werden seine schmutzigsten Taten nicht vertraut. Hab sie nie getroffen. Was ist das, Alfie? Helheim, Jötunheim, Asgard. Erzähl mir mehr über diese Macht, die Heimdall hat. Er sieht die Zukunft. Er durchschaut eher die Person. Er sieht ihre Absicht. Meine Absicht ist, ihn zu töten. Dieses Wissen wird ihm nicht viel helfen. Du solltest ihn auf keinen Fall unterschätzen. Jeden Zug, den du machst, er wird alles kommen sehen. Wenn du ihn herausforderst, brauchen wir etwas anderes. Einen Vorteil. Bitte? Also gut. Wir fragen die Zwerge. Ah, die unvermeidliche Befragung der Zwerge. Aha. Verzeihung, dürfte ich für einen Moment stören? Oh je, was jetzt? Was willst du? Es ist mir zu Ohren gekommen, dass Nidaugr getötet wurde. Und daraufhin wurden die Nachkommen auf die neuen Welten losgelassen. Und wenn schon? Unglücklicherweise ohne ein Vorbild, das sie beaufsichtigt. Können die kleinen Raker viel Unfug anstellen. Mit der Zeit könnte dieser Unfug dazu führen, dass sie die neuen Welten vollständig verschlingen. Um dieses grausige Schicksal abzuwenden, hätte ich gerne, dass du mir die Lindwürmer bringst. Ich glaube nämlich, dass ich eine geeignete Vaterfigur für ihre Erziehung wäre. Du findest die Wesen in allen Welten, wo sie an Rissen nagen. Bewahre sie in diesem Gerät sicher auf, bring sie zu mir und ich verspreche dir, die Mühe wird sich lohnen. Du willst sagen, du willst sie selbst aufziehen? In der Tat. Ich habe weitreichende Erfahrung im Umgang mit extremen Persönlichkeiten. Verglichen dazu im wahrsten Sinne des Wortes mit meinen Emotionen zu ringen, sollte das Großziehen von ein paar Lindwürmern ein Kinderspiel sein. Aber mal ganz abgesehen davon, gibt es noch etwas anderes? Wegen Nidaugr. Du solltest wissen, wir hatten keine Wahl. Das war Odin. Oh, ich bin mir der Rolle des Allvaters bei dieser Tragödie sehr wohl bewusst. Leider kann man von ihm nicht erwarten, dass er hinter sich aufräumt. Nicht alle Götter wollen, wie du, vergangenes Unrecht wiedergutmachen. Jetzt nimm bitte das Fanggerät und versuche, unsere vermissten Lindwürmer zu finden. Möget ihr gesund und sicher reisen, meine Freunde. Ja. Also gut, was noch, Freunde? Meister Kratos, das scheint mir recht untypisch für dich zu sein, aber wenn du das hübsche Windspiel so magst, kannst du es dir gerne anhören. Ja, geschafft. Guter Wurf. Ah, der Klang des Windspiels ist nicht sehr angenehm bei diesem Abstand. Also könntest du das bitte lassen? Ich bin hier die ganze Zeit. Also... Ah, so.
Du versuchst also absichtlich, mich zu einem Gefühlsausbruch zu bringen, nicht wahr? Tja, so leicht bringt man mich nicht aus der Fassung. Ja. Ja. Schluss mit dem dämlichen Windspiel! Oh, je, tut mir leid. Ich weiß nicht, wo das herkam. Ihr seid zurück. Sie sind zurück. Entspann dich. Ich sehe sie. Es gibt Neuigkeiten. Oh, haben die Nornen gesagt, wie du Atreus rettest? Haben wir einen Plan? Die Nornen sagen, Heimdall wird Atreus töten. Der Plan ist, Heimdall vorher zu töten. Oh, wow, na gut. Heimdall, mal sehen. Verliert nie, sieht alles kommen, riesige Spaßbremse. Das wird nicht leicht. Was auch immer seine Stärken sind, ich werde ihn mit meinen überwältigen. Genau das ist es. Du musst seine Sinne überlasten, verstehst du? Und ich weiß da etwas, das dir dabei helfen könnte. Hol Dröpnir her. Dröpnir? Aber wir brauchen ihn. Die Vorräte. Ach, wir haben genug. Mehr als genug. Selbst wenn. Dröpnir ist keine Waffe. Warum sollte... Oh, du meinst, wir verbinden ihn mit... Ganz genau. Und wenn er dann... Macht er... Verdammt, das ist brillant. Also gut. Ich schätze, wir haben keine andere Wahl, als Dröpnir zu holen. Dröpnir. Ich wusste, die beiden hatten ihn gestohlen. Und Odin gab mir die Schuld für sein Verschwinden. Sie stahlen Dröpnir? Wir haben nichts gestohlen. Wir haben nur etwas zurückgeholt, was niemals hätte verschenkt werden dürfen. Wie töte ich damit Heimdall? Da mach dir mal keine Gedanken. Es ist eine Überraschung. Wir sind Künstler. Aber um Dröpnir nur zu lagern, bräuchte man... Was meintest du? Jetzt willst du Heimdall töten? Gewalt verhindert keine Gewalt, Kratos. Ich dachte, das hättest du verstanden. Was auch immer du denkst, dass ich verstehen soll, mein Sohn ist in Gefahr. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Auch wenn das Krieg bedeutet. Was glaubst du? Ich glaube, Kleiner. Oh. Hab ihn! Glaub ich. Ich dachte, du glaubst nicht ans Schicksal. Wir machen uns alle Sorgen um deinen Sohn, aber wir... Heimdall ist eine Bedrohung, nicht nur für Atreus, sondern für alle. Er ist Odins linke Hand und trägt das Horn, mit dem Ragnarök beginnt. Könnten wir ihn aus dem Weg räumen, dann... Und es kann auch eine Falle sein, weil der Bastard deine Absichten kennt. Kratos, ihm hat noch nie jemand nur ein Haar krümmen können, nicht eins. So, ich habe gesammelt, was es zu sammeln gibt. Wie lange dauert es? Wir müssen nach Svartalfheim für den Rest der Materialien. Und dann noch der Besuch bei... der Dame. Oh. Oh, viel besser. Kratos?
wann immer du bereit bist. Dame? Keine Ahnung, wovon er redet. Ich wünschte, du kennst Nützlingstier. Ich weiß, du meinst es nur gut. Aber um ehrlich zu sein, unser letztes Abenteuer war nicht gut für mich. Ich kann mich nicht mit der Gewalt umgeben, die ihm folgt. Die euch beiden folgt. Tut mir leid. Bereit, wenn du es bist. So Leute, ich mache jetzt hier einen Cut. Wenn euch das Video gefallen hat, Abo, Like, au revoir, ciao, bis dann, euer Jin Yakuza, tschüss.